Ich möchte euch heute das Kraftpaket zeigen. Dafür brauchen wir eine Birne, einen Apfel, Petersilie und eine große Handvoll Spinat. Zum Schluss kommt noch ein Schluck stilles Wasser rein, mehr nicht. Los geht's. Ob das Kerngehäuse mit reinkommt oder nicht, ist eine Philosophie. Ich schneide es immer grob raus. Man könnte es aber genauso gut mit reinmachen. Da passiert überhaupt nichts. Der Geschmack ändert sich auch nicht. Das Wichtigste ist, es muss schmecken. Nehmt das Obst, das Gemüse, die Kräuter, die euch schmecken, nicht mehr als 4 und die kommen zusammen in den Mixer. Also nicht mehr als 4 Bestandteile, weil sonst vermischt sich der Geschmack so stark, dass man nichts mehr rausschmecken kann. Man kann natürlich, wenn es um Kräuter geht oder Beeren, auch mal 4 oder 5 nehmen dann. Aber mehr macht einfach keinen Sinn, weil der Geschmack dann einfach zu durcheinander wird. So, ich schneide den Apfel jetzt hier in grobe Stücke. Das ist einfach nur, damit wir nicht länger als 40 Sekunden mixen müssen und alles schön klein ist. So. Zum Schluss kommt der Spinat. Eine schöne große Hand. Und wie angekündigt, der Schluck Wasser. Und jetzt geht's in den Mixer. So, fertig. So sieht es aus, wenn es fertig gemixt ist. Ganz wichtig, keine Zusatzstoffe drin, kein extra Zucker, keine Milch, nichts anderes außer frisches Obst, Gemüse, Kräuter und einen Schluck Wasser, damit es kein Pudding wird. Die Becher können kompostiert werden, das heißt, die verrotten. Und fertig ist das Kraftpaket. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de